Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wenn man Jesus beobachtet, wenn er unterwegs ist bei den Menschen, wenn man die beobachtet, von denen liest, die in der Apostelgeschichte im Namen Jesu durch die Gegend ziehen, dann fällt einem immer wieder auf, dass sie aufrufen, aufzustehen. Die, die da niederliegen, die krank sind, die am Boden sind, steht auf. Von Petrus heißt es einmal: Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und richte dir dein Bett. Sogleich stand er auf. Dieses Aufstehen, es ist nicht nur sinnbildlich für den Moment der Heilung. Es geht vor allem darum, dass Jesus Christus der Heilende ist, der Aufrichtende ist, und wir sollen aufstehen, um uns aufzumachen, um von diesem Jesus zu sprechen, durch die Gegend zu gehen, um Zeugnis zu geben. Das ist nicht etwas, was wir vom Schreibtisch aus tun können. Es will gelebt werden. Dafür müssen wir aufbrechen, rausgehen, aufstehen und gehen. Dazu ruft uns Jesus auf. Dazu heilt er uns, beschenkt er uns immer wieder mit seiner Vergebung, mit seinem Glauben und mit seiner Nähe. Und wir dürfen gewiss sein, wenn wir aufstehen und gehen in seinem Namen, dann ist er bei uns und gibt uns auch die Kraft zum guten Zeugnis für ihn. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du heilst auch uns jeden Tag aufs Neue. Du richtest uns auf und bestärkst uns, damit wir an uns selbst deine Liebe erfahren dürfen und aufstehen, um sie zu verkünden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.